Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ich habe mir nach einer Stunde gerade gedacht, dass ich das dort online behandelte mal als Video nochmal hochlade, als Beispiel für das Thema Bestimmen ganz rationaler Funktionen. Und ja, da möchte ich jetzt einfach eine Aufgabe stellen und da die Lösung nochmal ausführlich durchbesprechen, wie man denn da seinen Weg führt, seinen Lösungsweg. Ja, die Aufgabe lautete, eine Gleichung für die ganz rationale Funktion zu bestimmen, die vom Grad 3 ist. Also das ist das erste, Grad 3. Dann soll der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung sein. GF, Graph von F punktsymmetrisch zum Ursprung. Und dann haben wir gesagt, A1, 2 soll ein Hochpunkt dieser Funktion sein. Ja, wie gehe ich jetzt vor? Zunächst mal habe ich ja die Bedingung, dass der Graph vom Grad 3 ist. Das heißt, ich schreibe mir erstmal die allgemeine Form für Funktionsgraphen vom Grad 3 hin. Das wäre ja f von x ist gleich ax hoch 3 plus bx hoch 2 plus cx plus d als Konstante. Also das wäre die allgemeine Form. Die sollte ja bekannt sein. Dann ist ja die zweite Bedingung, dass der Graph punktsymmetrisch zum Ursprung sein sollte. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch an das, was man in Mathe schon bevor man überhaupt das Thema bestimmt ganz rationaler Funktion behandelt hat, über Symmetrieeigenschaften gelernt hatte. Und zwar eine ganz rationale Funktion nennen wir punktsymmetrisch zum Ursprung, wenn ihr Funktionsterm nur ungerade Exponenten enthält und achsensymmetrisch zur Y-Achse, wenn ihr Funktionsterm nur gerade Exponenten enthält. Also das gilt sich als wichtig zum Einprägen. Ja, und dann können wir ja sagen, dass wir eben f von x angeben können als ax hoch 3 plus cx, weil wir brauchen ja dann wegen der Punktsymmetrie nur noch ungerade Exponenten. Ja, und x hoch 3 ist ungerade, bleibt stehen. bx hoch 2 fällt weg, weil ist ja gerade. cx ist wieder wegen x hoch 1 ungerade, bleibt also erhalten. Und d mal x hoch 0 wäre die 0 ja wieder ungerade, fällt also weg. Das heißt, das, was hier gelb umrahmt ist, ist also schon unser Ansatz. In dieser Form wird am Schluss final unser Funktionsterm, unsere Funktionsgleichung aussehen. Genau. Gut, dann verarbeiten wir mal die Bedingungen. Zunächst mal haben wir ja den Punkt A1, 2 gegeben. Das heißt, wir können das auch aufschreiben als f von 1 gleich 2. Und diese Bedingung können wir in ein Gleichungssystem übersetzen. Nennen wir das mal römisch 1. Und zwar a mal 1 hoch 3, weil wir wissen ja, x ist 1 und y f von x soll 2 sein. Dann können wir das hier, wie es hier steht, so übersetzen. Und wenn wir das vereinfachen, kommen wir dann eben auf a plus c gleich 2. Gut, dann haben wir ist ein Hochpunkt. Ja, was ist denn die notwendige Bedingung für die Existenz einer Extremstelle und damit auch für einen Hochpunkt, ein Maximum? Ja, dass eben die erste Ableitung an der Stelle 0 sein soll. Und dann verarbeiten wir auch diese Bedingung. Die erste Ableitung wäre ja 3ax Quadrat plus c. Und dann setzen wir in 3ax Quadrat plus c die 1 ein und kommen dann eben auf die Bedingung römisch 2. Ja, 3a plus c gleich 0. Nun lösen wir das entstandene lineare Gleichungssystem mit dem Additionsverfahren. Das ist hier wesentlich geschickter, wie zum Beispiel das Gauss-Verfahren, weil wir können einfach vom zweiten das erste subtrahieren, also römisch 2 minus römisch 1. Und dann erhalten wir, wenn wir das entsprechend ausrechnen, dann a gleich minus 1 und c gleich 3. Das heißt, wir können jetzt unseren Funktionsterm, unsere Funktionsgleichung f von x gleich ax hoch 3 plus cx in der Form mit einsetzen, f von x gleich minus x hoch 3 plus 3x angeben. Ja, damit wären wir schon fertig. Genau. Aber wir wissen ja, dass wir einen Hochpunkt vorliegen haben wollen.
Und wir haben bisher ja nur die Bedingung, die notwendige Bedingung für Extremstellen angewandt. Damit aber wir sicher gehen können, dass überhaupt ein Hochpunkt vorliegt, verbleibt uns zu prüfen, ob denn die hinreichende Bedingung erfüllt ist. Und wir erinnern uns, es kommt auch in einem anderen Video von mir schon vor, das ich vor circa einem halben Jahr hochgeladen habe, dass wir einen Hochpunkt vorliegen haben, wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist an dieser Stelle, die wir betrachten. Ja, dann machen wir das doch hierfür und da kommen wir dann auch auf was Kleineres, also liegt ein Hochpunkt vor. Und somit haben wir tatsächlich mit f von x gleich minus x hoch 3 plus 3x einen Term, eine Funktionsgleichung für diese ganz rationale Funktion, die hier in diesen Eigenschaften gegeben war, gefunden. Ja, und dann bleibt mich nur noch, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken.